Hallo zusammen. Ich bin Elisabeth und hatte vor 10 Tagen die Möglichkeit, den 8-Stunden-Test mit MedBed durchzuführen. Habe das 2 Tage vor einer Urlaubsreise gemacht. Nachmittags um 1, um bei vollem Bewusstsein die 8 Stunden erleben zu können. Was auch sehr, sehr gut geklappt hat. Ich hatte im Vorfeld mich vorbereitet mit dem Schema einer Energiearbeit und Heilarbeit, die durch sämtliche Zeiten, über sämtliche Organe und alle Lebensumstände geht, und habe dem MedBed den Auftrag gegeben, bitte mich danach zu scannen. Ich habe im Vorfeld wirklich Mühe gehabt, mich abzulenken, sonst hätte ich das MedBed aktiviert, bevor ich es tatsächlich wollte. Es hat also dann geklappt. Ich hatte mir eine Liste geschrieben, um ja nichts zu vergessen, und habe den Test gestartet. Es war bei mir so, dass es an den Zähnen begann zu kribbeln. Und ich weiß es nicht, vielleicht waren es 5 Minuten oder so, nachdem der Scan gelaufen war. Sind mir die Tränen gelaufen aus beiden Augen. Ich nenne diese Form von Tränen unbekannter Herkunft. Ich hatte keine Ahnung, womit die zusammenhingen. Ich wusste nur, es sind irgendwelche uralten Dinge. Und es war enorm heilsam und befreiend. Weil ich nicht wusste, wie ich auf das MedBed reagieren würde, hatte ich mir vorgenommen, dem MedBed zu sagen, wenn es für mich unerträglich werden würde, möge es mich bitte in den Tiefschlaf legen oder aber mir Schmerzen nehmen. Und ohne dass ich das nochmal extra sagen musste, bin ich tatsächlich in einen tiefen Schlaf gefallen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Und ja, war anschließend glasklar, hellwach, habe zwar nicht gemerkt, wo was gescannt wurde, konnte aber meine Aufträge einfach der Reihe nach, ich sag mal, abarbeiten. Und dabei ist es mir noch 2-mal passiert, dass ich in den Schlaf gefallen bin und gar nichts mitbekommen habe. Ich musste während der Session häufiger aufstehen und zur Toilette gehen, habe jeweils das MedBed wieder aktiviert, was gut funktioniert hat, und es ging auch sofort weiter. Also es war mir wirklich eine Freude, es auszuprobieren. Nun hatte ich 2 Tage vor der Urlaubsreise und einer langen Zeit, die ich sitzen sollte, Schwierigkeiten mit einem Wirbel in dem Lendenwirbelübergang, Brustwirbelbereich, der mir zu Hause schon sehr zu schaffen gemacht hat. Und da bat ich darum, diese Schmerzen komplett von mir zu nehmen, den Wirbel wieder in die Originalstellung zurückzubringen und dort auch zu belassen. Und ihr könnt es glauben oder nicht, ich konnte A, die Reise sehr, sehr gut vertragen, und B, ich habe bis zum heutigen Tag nichts mehr gespürt an dieser Stelle vom Wirbel. Alle Beschwerden, alle Schmerzen waren wie weggeblasen. Nun ist die Situation die, dass an dem Ort, wo ich jetzt bin, die Betten extrem durchhängen, völlig anders. Die Matratzenqualität ist als die zu Hause.
Und ich am ersten Tag schon in einer anderen Ebene von der Wirbelsäule, nämlich in der Kreuzbeinebene, ja, Schmerzen bekam. Die haben im Laufe der Zeit noch zugenommen. Das wurde so schlimm, dass ich hier im Ausland zu einer Heilpraktikerin gegangen bin und sie bat mir weiterzuhelfen, denn es war so extrem. Also ich konnte nicht sitzen, nicht stehen, nicht liegen, ohne dass ich Schmerzmittel genommen habe. Und diese Frau hat mir sehr weitergeholfen. Mir ist allerdings auch klar geworden, und das habe ich auch gerade eben noch mal, als ich neue Videos mir anschaute, erfahren, in der Wirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule sind alte Traumata gespeichert. Und ich wollte gerne wirklich alles restlos aufgelöst haben. Insgesamt war es jetzt so, dass mir die MedBed-Session eine solche Ruhe und Kreativität, eigentlich auch so eine Glückseligkeit geschenkt hat, auch hier im Urlaub, dass, obwohl ich zu anderen Zeiten in den gleichen Umständen wirklich befindlich reagiert hätte, hatte ich jetzt eine enorm große Geduld und es war alles für mich in Ordnung, so wie es war. Einfach auch, weil ich wusste, es hat seinen Grund, es löst sich im Hintergrund und irgendwann werde ich das alles vorbei haben. Und ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank sagen an Oliver Schacke und das ganze Team für diese Erfindung. Es ist mir einfach unglaublich wichtig, dass ich autark das anwenden kann. Ich freue mich sehr, denn ich möchte A, keine Energie übertragen haben, ich möchte keine Energievermischung haben. Es ist mein ureigener, privater, ja, innerster Bereich, was die ganzen Befindlichkeiten angeht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das so schonend und leicht vonstatten ging. Ich habe noch verschiedene Projekte. Die würde ich jetzt gerne im Laufe der Zeit als, ja, in dem Testprojekt auflösen. Und ich freue mich riesig darauf, noch mehr Erfahrungen in dem MedBed zu machen. Und das wünsche ich allen, die das Video sehen, die vielleicht noch zweifeln, dass sie selber den Mut haben, es auszuprobieren. Traut euch ruhig, es passiert wirklich nur Gutes. Und in diesem Sinne, habt es wohl, Elisabeth.